Ups. Ja. Das ist jetzt doof. Bei mir läuft immer ein Countdown und ja. Ich habe gedacht, ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit. Entschuldigt. Aber hallo und willkommen zu meinem Freitagsvideo der Freitagslaberei. Heute dachte ich, ich erzähle euch so ein bisschen was, wie es bei mir gerade aussieht, was bei mir gerade Stand der Dinge ist. Und ja, wir sind heute bei mir im Gang und die Geräusche, die ihr hier rascheln hört, das ist mein Kaninchen, das gerade versucht, so ein Rest von meiner Festplatte, die ich mir vor kurzem bei Amazon bestellt habe, die Packung zu zerlegen. Und ich muss sagen, sie ist sehr erfolglos dabei. Entschuldige, Süße. Aber sie knabbert da gerade an den Ecken und das sehr unerfolgreich. Gut, was ich euch erzählen wollte, ist, mir ist zurzeit total oft aufgefallen, dass ich gerade die Eigenschaft habe zu sagen, ich gehe früh ins Bett, ich plane wirklich viel und sehr oft, ich gehe jetzt heute, spätestens bin ich um 4 Uhr im Bett, sonst schaffe ich es überhaupt nicht. Und dann wird es meistens so um die 8 Uhr, wodurch ich dann meistens mit meiner Mutti dann schon wieder zusammen am Waschbecken stehe und wir dann wieder zusammen Zähne putzen können, weil sie gerade aufsteht, wenn ich ins Bett gehe. Und ja, das ist dann irgendwie ein bisschen komisch. Und dann komme ich immer und dann erzähle ich meiner Mama immer Wunder und was alles ich nachts getan habe, nur um zu entschuldigen, warum ich nicht schon früher im Bett gewesen bin und warum ich noch nicht geschlafen habe. Wobei ich da an dieser Stelle echt sagen muss, dass ich diese ganzen Sachen ja eigentlich auch tagsüber machen könnte. Sowas wie, ich habe mein Zimmer aufgeräumt, dann habe ich noch mit dem Hasen eine Stunde gespielt, dann habe ich noch auf YouTube ein paar Videos angeschaut, da war dann noch diese Weltklasse-Dokumentation über bla bla bla. Die musste ich noch fertig angucken. Also ich finde dann aber auch oft kein Ende. Mein Hase ist jetzt gerade fertig mit dem Rennen, der hat gerade sein Ende gefunden. Okay, ich finde dann oft kein Ende mit dem, was ich nachts tue. Und dann wird es immer später und ich ignoriere auch immer die Uhr. Und dann irgendwann ist plötzlich ohne Vorwarnung schon wieder nächster Morgen. Und ich denke mir so, hui, wie die Zeit vergeht. Aber ich frage mich dann auch manchmal von mir selbst, warum entschuldige ich mich dafür, dass ich zu spät ins Bett gegangen bin oder dass ich gehe. Ist ja eigentlich schon auch meine Entscheidung, mein Körper, meine Sache. Aber so ein wenig denke ich dann auch wieder, aber warum pflegt mich ja im Sinne von, wenn ich Kratzer habe oder irgend sowas oder den fiesen Pickel am Rücken, den tut sie auch behandeln oder irgend solche Sachen. Und dann wiederum so zu sagen, naja, es geht sie ja gar nichts an, was ich nachts mache, was ich mit meinem Leben mache, was ich schlaftechnisch mache. Oder auch die Tatsache, dass ich zurzeit Augenringe habe, dass ich echt aussehe wie so ein Dachs. Ich glaube, Dachse haben diese Augenringe. Vielleicht waren es auch, nein, Biber sind es sicher nicht. Ach, ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe furchtbare Augenringe. Und das ist jetzt halt dieses Umstellen von Sommer auf Winter und vom Winter auf Sommer. Ja, man sollte mal ein besseres Zeitgefühl entwickeln. Dadurch, dass es jetzt öfters hell ist tagsüber, habe ich oft dieses Bedürfnis, eher dort dann zu schlafen, weil dann, wenn ich aufstehe, ist es wieder dunkler und dann halten sich die Kopfschmerzen oder auch die anderen Symptome vom Licht eher in Grenzen. Was mich aber etwas durcheinander bringt, ist, dass es zurzeit bei uns ja wirklich oft regnet. Also wir haben echt richtig schlechtes Wetter und dann ist auch tagsüber sehr dunkel. Und dann ist so diese, ja, dann weiß ich nie, was jetzt Sache ist. Soll ich jetzt eher früh ins Bett gehen? Wupp! Oder ja später, entschuldigt, das war gerade mein Karnickel, wie es mir zu verstehen gegeben hat, tu deinen Fuß da weg. Ja. Und das kann schon verwirrend sein. Und ja, entschuldigt, wenn ich jetzt gerade nicht zu euch gucke, aber wenn die Kleine daneben mir steht, da kann man nicht widerstehen. Ja, für mich ist aber auch so eine schwierige Sache, oft wenn du sagst, ich stehe ja schon um 17 Uhr auf, sind viele Leute sehr, ja, so ein bisschen gemein schon fast und kommen dann mit solchen Sachen wie, wie willst du denn dein Leben gestalten oder wenn, also so diese typischen Sätze, sowas wie, oder das ist aber doch nicht gesund oder weiß der Geier was, da habe ich ja schon so viel zu hören bekommen. Und ich muss sagen,
ich finde es dann immer irgendwie so, zum einen kann ich es verstehen, weil viele denken sich so, ich würde ja auch gerne mal ausschlafen. Zum anderen kann ich es nicht verstehen, weil was der Unterschied ist, ist, ich schlafe auch nicht mehr als die, nur ich schlafe eben zu anderen Zeiten. Und es ist dann einfach so dieses, zu anderen Zeiten zu schlafen, heißt nicht länger zu schlafen oder mehr zu schlafen, sondern einfach bloß, dass die Uhrzeiten anders sind. Und ja, das finde ich dann immer so ein bisschen komisch, dass man dann immer diese in Anführungszeichen Vorwürfe kriegt dafür, dass man länger schläft, obwohl man ja nicht länger schläft. Also so nach dem Motto, du schläfst 20 Stunden am Tag und ich darf gerade mal 4 schlafen. Und in Wirklichkeit schlafe ich auch nicht mehr als 8 Stunden pro Tag. Nur eben, ich schlafe diese 8 Stunden zu anderen Uhrzeiten. Und ja, also dann halt schon so ein bisschen, ja, hart und unfair, wenn du dann doch leicht die Vorwürfe zu hören kriegst nach dem Motto, du tust ja nichts, du hängst ja immer bloß rum, du schläfst ja den ganzen Tag bloß, weil du dir dann denkst, wieso nehmen die sich raus, über meinen Schlafrhythmus oder über mein Leben zu urteilen, wo ich doch eigentlich die bin, die das als Einzige was angeht. Und es ist ja mein Leben, mein Ding, meine Sache und nicht denn ihre. Na gut, das wollte ich euch zu diesem Thema erzählen. Ich mache es heute etwas kürzer, weil ich mein Kaninchen jetzt wieder in den Stall tun muss und davor muss ich sie noch ganz fies verknuddeln. Und, naja, ganz fies klingt jetzt ein bisschen fies, also ganz doll. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder am nächsten Mittwoch. Dann gibt es auch wieder etwas mehr Themeninhalt. Wenn dieses Video zu wenig Themeninhalt hatte, schaut euch doch einfach das von den letzten 4 an. Die sind gar nicht schlecht geworden, finde ich. Und ja, falls ihr irgendwas zu diesem Thema zu erzählen habt, wie geht's euch da? Schlaft ihr auch eher zu verdrehten Zeiten? Schlaft ihr zu normalen Zeiten? Wenn ihr zu normalen Zeiten schlaft, wie steht ihr dann zu diesem verdrehten Uhrzeitschlafen? Würde mich einfach mal interessieren. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Oder schreibt mir eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com oder eben auf Facebook und Twitter. Gut, wir sehen uns dann am nächsten Mittwoch. Tschüss!